Hallo Leute, heute zeige ich euch mein neuestes Projekt, was ich bei... Ah, toll, es wird dunkel, Moment. Was ich gerade bei Minecraft starte. Und zwar ist es der Bau eines wirklich sehr berühmten Gebäudes. Ich wage sogar zu behaupten, das ist mit eines der berühmtesten Gebäude in der Filmgeschichte. Und ja, in der Filmgeschichte. Und zwar baue ich was aus dem... Klassiker Herr der Ringe nach und ratet mal, was es sein wird. Natürlich was sonst. Helms Klamm. Bisher steht noch relativ wenig, weil ich das im Singleplayer baue und eigentlich ohne Cheats und alles. Ich habe hier ein bisschen Kram gefarmt und sonst was und ich benutze auch, muss ich sagen, dieses Ding, weil es dann doch schon eine Weile dauert, wenn ich hier beispielsweise bei der Rampe, beim Rampenbau hier hochlaufe und bla, dann dauert das immer Jahre. Dann mache ich lieber einmal so einen Klick. Und dann bin ich lieber auch gleich weg. Das ist mir sonst einfach zu kompliziert. Ja. Ich wollte euch hier nur das einmal zeigen, damit ihr wisst, was ich denn so mache. Dass ich bin nicht untätig in Minecraft. Es kamen ja nicht so viele Videos in letzter Zeit von mir. Das liegt aber nicht daran, weil ich einfach faul bin. Das ist nur Nebensache. Sondern einmal, ich bin bald weg erstmal für 2 Tage. Also um genau zu sein, bin ich morgen und übermorgen weg. Deswegen ist das erstmal so eine Art Urlaubsvideo für euch. Ja, und da dachte ich, zeige ich euch das mal und frage eventuell auch gleich bei Meteor an, der einen eigenen Server hat, dessen IP ich hier nicht bekannt gebe, weil ich sie selbst nicht kenne, ob er diese Welt eventuell noch hochladen würde auf seinen Server, dass wir dann eventuell gemeinschaftlich daran weiterbauen können, denn ich bin, wie gesagt, Singleplayer hier momentan gerade mit beschäftigt und ich arbeite hier schon seit knapp 4-5 Tagen dran, ohne Beschaffung der ganzen Materialien und ja, natürlich die Steinmauer hier habe ich mit World Edit gezogen. Aber der Rest habe ich wirklich ganz legal erbaut und das ist eine ordentliche Arbeit. Vor allem, ich habe ein 1:1 Maßstab gewählt. Also so ein Block ist 1 Meter, so wie es eigentlich auch gedacht ist. Man selbst ist dann knapp 2 Meter groß. Und ich habe das aus verschiedenen Plänen im Internet zusammengestellt. Und denke mal, dass es dem Original ziemlich nahe kommen wird. Wird zwar nicht perfekt sein, schätze ich mal, aber ziemlich nahe. Ja. Das war's eigentlich auch schon wieder. Ich werde, was weiß ich, vielleicht 1-2 Mal in der Woche ein Video hierzu machen, wie denn das Projekt hier voranschreitet. Es sei denn natürlich, es wird auf dem Server verlegt. Dann muss ich das alles nochmal absprechen mit allen, die da sind und allen, die mitarbeiten und bla. Aber ich denke mal, sobald ich wiederkomme, setze ich mich erstmal ein bisschen wieder an dieses Projekt und guck mal, wie weit ich denn noch so mache. Des Weiteren wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Ihr müsst mein Gelaber erstmal für ein paar Tage nicht ertragen. Ja, und ich sage tschüss, man sieht sich, beziehungsweise ich höre, ich lese euch, ihr hört mich. Ciao, ciao.